Wir haben für die U21-Projektwoche uns gedacht, dass wir auch für die Nachhaltigkeit in unserer Region sorgen wollen und dort eine Promotion-Aktion gestaltet, um den regionalen Honig zu promoten. Wir haben mal einen Film gedreht. In diesem Film haben wir dargestellt, wie der Ablauf bei uns funktioniert. Unser Projekt war, dass wir durch nachhaltige Sachen einfach was Gutes wiederverwerten, indem wir braune Bananen nehmen, daraus den Zucker nehmen für nachhaltige Waffeln, den Kunden einfach zeigen, du, guck mal, man muss nicht direkt die braune Bananen weglegen, sondern man kann sie einfach trotzdem einkaufen und was Tolles draus machen. Eingebunden haben wir das Thema Star Wars, weil das zukunftsgemäß ist. Mir hat super viel gefallen. Also dass es einfach mal super cool aufgebaut war. Wir kamen hier schon an und waren so, wow, was gibt's hier denn alles? Herzlich willkommen zum diesjährigen U21 Team Award hier in Braunschweig. Endlich können wir wieder hier alle zusammen sitzen. Endlich können wir wieder feiern, Simon. Gott sei Dank, oder? Ja, auch ohne Abstand, weißt du so. Ja. Es ist einfach, das ist keine geile Party, wenn zwischen euch 3 Hektar sind. Ihr habt in verschiedenen Kategorien mitgemacht, ja? Und das wird natürlich heute auch belohnt. Nicht nur mit einem Pokal und einem Scheck mit 1000 Euro, sondern es gibt auch noch ein Ei mit eurem Teamname drin. Simon wird euch ein Ei geben. Ja, ich habe das Ei am Wandern heute, das sage ich euch aber. Und am Ende kommt ihr mit diesem Ei nochmal auf die Bühne und dann ziehen wir den Hauptgewinner von dem heutigen Tage. Ist hier nicht warm? Also ich glaube, in der Jacke kann es passieren, dass da was schlüpft. Das E-Center Zeitler. Was machst du? Da ist eine Wanze. Sieht man jetzt. Hast du gerade gerufen, ist sie? Digga, wir sind nicht im Dschungelcamp. Ja, nicht kaputt machen. Aha. Das Edeka Center Herzstraße Berlin. Mittenwalde. Wie geil seid ihr denn drauf? Fliegt ihr dann noch nach Malle weiter oder was ist los? Ihr seid so eine richtige Truppe, ihr seid so richtig die wilden Kerle 2. Ich finde auf jeden Fall das, was Edeka da jetzt aufgestellt hat, schon echt atemberaubend. Du siehst aus, als könntest du Geld gebrauchen. Ich würde jedem Azubi empfehlen, hier dran teilzunehmen, weil man kann ja anhand dessen schon sehen, man kann gewinnen, man kann eine gute Karriere machen, man kann an verschiedenen Events teilnehmen, einfach super. Wir haben den ersten Preis in der Kategorie Moneymakers gewonnen und dann zum Schluss den Hauptpreis, das ist eine Reise nach Holland. Wir haben 2 große Projekte, auf jeden Fall wollen wir ein Azubi-Wald machen und das zweite Highlight ist halt, dass wir eine Solaranlage auf unserem Dach stellen wollen, war einfach alles cool. Ja, das Ziel dieser Aktion ist es natürlich, nach außen hin zum einen zu zeigen, wie ja, geil, kann man ja ruhig sagen, die Ausbildung bei der Edeka Minden Hannover ist und vor allen Dingen, wie vielfältig die Ausbildung ist und insbesondere auch eine große Wertschätzung in Richtung der Auszubildenden. Also es fühlt sich echt sehr geil an, einfach zu gewinnen. Wir sind hierher gekommen mit einem guten Gefühl, einfach da zu sein, ist einfach super. Natürlich haben wir gehofft zu gewinnen, so, na, wie sieht's denn aus, denkst du, wir hatten eine Chance. Aber wenn man so sieht, dass Minden Hannover echt ganz groß ist und ihr diejenigen seid, die dann doch gewonnen haben, ist schon echt krass. Bei den Programmpunkten haben wir bei der Abschlussveranstaltung wirklich immer einen bunten Mix aus ja, Essen, Trinken, Feiern. Ja, ich glaube, das ist für uns alle unbeschreiblich, dass wir jetzt den Sieg nach Mittenwalde geholt haben. Und ja, ist einfach toll. Wir haben einen Logistikgarten erschaffen. Uns war es wichtig, schon vorhandene Ressourcen zu verwenden. Ich bin auf jeden Einzelnen von unserem Team stolz, was wir alles auf die Beine gestellt haben und dass wir jetzt den Sieg haben. Wir sind alle aus dem Häuschen, ja.
Mein Resümee des Tages ist, dass wir ganz, ganz viele ganz tolle Azubis in all unseren Bereichen des Unternehmens haben. Eine besondere Freude ist für mich tatsächlich immer, wenn die Nominierten verkündet werden und die Auszubildenden wirklich komplett eskalieren und dann freudestrahlend und jubelnd nach vorne laufen und das wirklich auch mit der Leistung, ja, die sie sich dann nachher auch verdient haben und da zu Recht feiern lassen. Das finde ich immer, ja, ganz toll.